Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Super Mario 74. Wir machen auf jeden Fall in diesem Part wahrscheinlich Lumberjack Jumping fertig. Und das wird knackig, das sage ich euch. Ich meine, wir haben letztes Mal schon ziemlich lange gebraucht, um da hochzukommen. Aber ich denke, jetzt ist ja so ein bisschen die Routine drin, ne? Ich habe jetzt auch zwischen dem letzten Part und dem hier keine Pause gemacht, heißt, ein paar Tricks müsst ihr immer noch drauf haben. Nur die Frage ist, wie komme ich da nochmal gescheit hoch? War doch hier, oder? Ich glaube, hier ist so der Punkt, wo alles anfängt und ab da an trennen sich so die Wege. Und dann geht es irgendwie da hinten hin. So kann ich mir das... Forsch! Ach, hallo Fly Guy! Ja, moin! Ja, da macht Mario erstmal einen Satz nach unten, so, weil er so geschockt ist. Von dem Treffer eben. Das konnte er gar nicht... Der hat es gar nicht realisiert. Ganz ehrlich. Der war... Am Boden zerstört der Junge. Ich glaube, der ist schon kurz vorm Suizid. Wegen dem Shy Guy-Treffer. Ist doch nicht normal, oder? So. Wo geht's denn jetzt lang? Ich könnte natürlich den hier machen. Wahrscheinlich ist das auch so. Ich muss wahrscheinlich von Shy Guy zu Shy Guy kämpfen, oder? Komm, machen wir einfach mal. Ist auch ziemlich Glück, dass ich das gerade schaffe. Ich bin selber von mir gerade ein bisschen überrascht. Safe State. Numero uno. Oh, ich wollte dich gar nicht umbringen, Piranha-Pflanze. Tut mir leid. Das war nicht meine Absicht. Tut mir so leid. Piranha-Pflanze. Sorry, wird nicht nochmal vorkommen. Also weder das hohe Rumgesinge noch das Töten der Piranha-Pflanze. Es tut mir leid. Mario, ich hab dir gerade eben gesagt, du sollst ihn nicht mehr töten. Sorry, ich bin der böse Mario. Fick dich. Der hört auch nie auf mich, der Junge, weißt du? Dann macht er mal den Sprung nicht richtig. Und dann macht er eine Stampfattacke. Es kommt heute echt alles zusammen. Ich merk's schon. Warte mal. Alter, es reicht jetzt auch, ne? Es war kurz lustig, aber ist auch irgendwann gut. So, Safe Set 2 ist sicherer. Wobei ich den Safe Set hätte machen müssen da oben. Oder? Ich weiß gar nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ist das notwendig? So, das Ding ist jetzt, ich muss von hier rechts nach da oben links hinkommen. Safe Set 3, wenn ich das schaffe, bin ich der König, Alter, dann bin ich stolz. Dann schrei ich hier die Ecke zusammen. Würde aber wahrscheinlich nicht klappen, weil man hier wahrscheinlich einen Flyer für braucht, oder? Ja. Es klappt. Es würde klappen. Geil! Oh, Kinders. Und das jetzt nochmal ohne Safe State schaffen. Das wär's doch, oder? Stellt euch mal vor, ihr schafft das nicht im ersten Versuch. Und die Shy Guys oder die Fly Guys sind weg. Dann seid ihr einfach gearscht. Ihr seid gearscht. Mario, das war schon beim ersten Part nicht lustig. Jetzt hör auf, Mann. Kurs 4, System of a Town, Rooftop Climbing. So, jetzt frage ich mich gerade, wie einfach muss das Level schon sein? Weil ich habe mit Kurs 9 angefangen und das war schon hart. Also das wird wohl ziemlich einfach sein, oder? Ich hoffe es. So, Climbing of the Scheiß hieß das Level, glaube ich, ne? Gut. Da wollen wir mal ein bisschen climben. Fangen direkt erstmal hiermit an. Obwohl, geht das überhaupt? Ich bin nicht überzeugt. Obwohl es klappen könnte. Es klappt. Und da ist ein Stern. Und da ist ein Stern. Okay. Das könnte der erste werden hier. Mensch. Nein. Es sei denn, Mario möchte unbedingt an einem Schadenstod sterben, weil er es nicht gebacken bekommt, da hoch zu gehen. Nee, ich Münzen sammeln. Und dann Safe Staten. Aber ganz schnell. Ist das klar, Fräulein? Sonst werde ich hier gleich noch ein bisschen böse und das wollen wir alle nicht, oder? Nee, das will keiner haben. Das will keiner sehen. Nee. Nee, nee. Man kommt auf jeden Fall hoch. Man muss mit dem Wandsprung tun. Und wenn man das getan hat,
Muss mal knackig. Wasser? Lol, wo kommt das Wasser her? Okay. Wasser? Guten Tag, aber ich kann dich ja wenig gebrauchen. Sorry. Sorry, du Model. Scheiße. Okay, Frage des Tages. Wie komme ich da hoch, ohne runterzufallen? Das war schon vor zwei Parts nicht lustig. Das ist einfach No-Look. Das ist No-Look. Und auch... Das ist No-Look. Du spekulierst. Oder ist das vielleicht mit der Lakito-Kamera die bessere Option? Ich glaube es nicht, du traurige Snitch. Jetzt nehm ihn doch! Jetzt nehm ihn doch! Meine Fresse, nehm ihn doch, Mann! Wo ist das scheiß Problem? Was sollte das denn? Wie die Kamera sich einfach umstellt, wenn man in die Lakito-Perspektive geht. Das ist doch nicht normal. Ich finde die Wand gar nicht geil. Deswegen stürze ich auch so rum. Scheiß Mario, Mann. Das macht dich geil, ne? Ich merk's schon, Mario. Du bist es. Jetzt geh doch da hoch, Mann. Reicht. Was machst du da? Jetzt mit Grip, mein Freund, mit Grip. Und mit Grips, aber vor allem Grip. So. Geh doch! Wieso kommt er nicht an den Scheißstern an? Wieso nicht? Warum? Wieso? Er schafft es einfach nicht. Er macht es einfach nicht. So, nee. Warum? Was soll der Scheiß? Hä? Es klappt gerade gar nichts. Der Stern ist eigentlich nicht schwer, nur das Dach ist zu beschissen. Jetzt aber. Jetzt! Würdest du bitte da hochgehen? Bitte! Scheiße. Komm! Lol. Jetzt komm! Meine Fresse, Mann! Wie behindert ist dieser Stern auch gesetzt, Mann? Das ist doch so gewollt, dass man das nicht schafft. Im ersten Versuch. Schaffen kann man es. Die Frage ist, wann? So, das mache ich mir jetzt zunutze. Das mache ich mir jetzt sowas von zunutze. Safe State. Hallo, ich bin die Wand. Und darum ist der Stern. Ich würde ihn gerne bekommen. Aber ich darf ja nicht. Tut mir leid, ja. Ich glaube, es war eine beschissene Ausgangssituation, in die ich mich hier gerade getan habe. Mach doch einfach einen Seitwärtssprung, oder willst du das nicht? Er knallt einfach immer runter. Es war so knapp, Mann. Er macht einfach nicht das, was ich möchte. Die Frage ist, ich weiß auch gar nicht. Es ist krank. Es ist einfach nur behindert. Ich weiß auch gar nicht, wie man es schaffen soll. Wie soll man das schaffen? So, ich probiere jetzt mal das aus. Ich bin so dumm, ne? Hänge 10 Minuten an diesem scheiß Stern dran. Meine Fresse. Und dieser Bug mit 0 Münzen besteht immer noch. Was soll das? Ist jetzt nicht so geil, ne? Und der Bug ist auch nicht lustig. Ist da irgendwas drin vielleicht in dieser Blackbox? Geh doch ins Level rein. Geh doch ins scheiß Level, Mann. Rooftop Climbing. Ja, habe ich doch eben gemacht, oder nicht? Rooftop. Dachspitzen Climbing. Ich hab doch geclimbed. Oder war das etwa... Weiß ich nicht. Ach. Danke dir.
dass der mich abfängt. Das ist mir eine Ehre. Und das habe ich auch direkt schon gesehen. Boah, richtig cool. Richtig geiler Stern. Richtig geil. Einfach aber geil. Weißt du, schon an dieser Boden, dieser braune Boden, da merkt man schon, dass da irgendwas ist. Und dann dieser Kasten, richtig geil. Da hat er sich richtig viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Das war, wow. Es ist ein einfacher Stern, aber auf sowas muss man erstmal kommen, Freunde. Kommt mal erstmal auf so eine Idee. Sehr kreativ, muss ich sagen. Sehr kreativ. Den Boden aufschmettern zu können. Ich glaube, man muss dem sogar in die Arme springen, oder? Oder ist das nicht erlaubt? Ich glaube, man würde sogar so da hochkommen, aber es... Ja, komm. Wir machen es anders. Geh doch da hoch. Geh doch bitte da hoch. Oh, es hat doch eben geklappt. Es hat doch eben scheiß verdammt nochmal geklappt. Das ist so ekelhaft an diesen Blöcken. Die sind so abgeflacht, dass man sich da nicht festhalten kann. Du musst da quasi in einem Zug durchkommen. Oder hochkommen. Safe State. Nummer 4, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Münzen. War mir ja schon fast klar. Mit einer roten Münze drauf, okay. Okay, und in dieser großen Villa war ich schon mal. Ich war ja schon in dieser Villa. So, und... Schade, ich dachte, man würde da hochkommen. Sah für mich so aus, muss ich sagen. Ah, cool. Und die Stelle hier, die kenne ich aus dem, Let's Play von WeHawk. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe es ja schon mal gesehen. Ja, ganz kurz. Aber nur für einen kurzen Moment. Das weiß ich noch. Da hatte der gute WeHawk einen Gast dabei. Und der hat dann irgendwie so voll laut Musik angemacht oder so. So total so disappointed. What goes on here? So, kommt man auch so da hoch, dass man hier so Wandsprung macht und dann diese. Ich glaube, es würde sogar gehen. Ey, ich denke, das geht. Jetzt, ich will's wissen. Ich will's wissen, Mann. Wenn ich sage, das geht, dann geht das. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, oder? Mann, es geht ja auch so. Oh, das ist so scheiße. Du fällst einfach immer runter. So. Und der Stern. Ich sagte... Kamera. Ne, Mario-Perspektive. Sofort. So, fangen wir gar nicht erst an. Ob das Rooftop-Climbing war? War es. Okay. Alles klar. Ja. Ich glaube, ein paar Sterne können wir noch machen, oder? Ne? Die Sterne gehen halbwegs schnell. Sie sind gut. Sie machen Spaß. Into the Sewer System. Sewer. Was heißt Sewer? Schneiden. Schneiderei ist ja... Haben die hier so 3D-Land-Elemente eingefügt? Diese Drehschneideteile. Was sagt das Schild? You want to swim down there? Use Lakitu's Perspective and zoom out with C. Okay. Ich frage mich gerade, ob das der Stern ist, der gewollt ist, oder... Ob ich dafür so ein bisschen hochspringen muss und so weiter und so fort. Deswegen, wir gucken mal, was hier ist. Lakitu! Stirb! Ich glaube sogar diese Stachis, die sind unsterblich, kann das sein? Ich glaube schon, die kann man, glaube ich, gar nicht besiegen. Dass man die unboxen kann, ist mir auch neu. Schade, ich dachte, da wäre der Stern. Ist da oben ein Stern? Ich habe da eben sowas Gelbes gesehen. Hm. Komisch, komisch, aber auch da ist wieder ein Wandsprung. Wahrscheinlich, ja. Mach einen Wandsprung, du kommst da hoch. Das ist hier so oft, Alter. Das macht es so berechenbar hier. Das ist nicht normal. So. Okay, Frage des Tages. Wie zum Teufel... Hallo? Ach, ein Stern.
Moin. Ja, guten Tag, Mann. Ja, here we go. Geil. Okay, da habe ich den Stand auch nicht vermutet. The Secondary House Entrance, der zweite Hauseingang. Mario hat mal wieder den Weihnachtsmann gemacht. Ha, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Into the Sewer System. Machen wir. Komm. Machen wir diesen Part 6 Sterne. Ich habe gerade so Bock. Ich bin hungrig. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Deswegen eben das Wasser. Aha. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, hier haben wir soweit alles erkundet. Wir gehen jetzt mal ins Wasser rein. Wir machen jetzt erstmal eine Planschtour. So, die Frage ist, beim nächsten Mal wird welcher Stern sein? Wahrscheinlich der rote Münzenstern, oder? Oh mein Gott, hier sind alle Kameraperspektiven scheiße, egal welche. So kann man hier echt nicht spielen. Okay, jetzt geht's. Jetzt hat es gefangen. Ne, eben war es total scheiße. Und es geht wieder los. So, wo führt mich das hin? Cooper. Hier ist ein Cooper irgendwo. Lol. Ich denke mal, dass das hier der Stern sein wird. Es gab zwar eben noch einen anderen Eingang, aber den erkunden wir dann beim nächsten Mal, oder? Ach komm, wir gucken jetzt mal nach, komm. Was soll's. Wir schauen mal. Aber ich denke mal, das wird auch nicht unfassbar viel sein. Genau, es ging ja nochmal da links weiter. Komm, jetzt bin ich hungrig, jetzt will ich's wissen. Immer so wissbegierig der Kai. Ist doch nicht normal, was geht bei dem ab? Heftiger Auto. Oh, und es geht wieder los. Mein Gott. Mein Gott. Allen Glück, dass man hier nicht so schnell ertrinkt, wie man vergiftet wird. Hallo? 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 Kann die Perspektive mal aufhören, so scheiße zu sein? Hallo? Ich raste hier gleich noch aus. Hallo? Gott! Frage ist jetzt, was hat das gebracht? Das war anscheinend der zweite Eingang und das ist ziemlich scheiße gemacht. Die Kamera, ekelhaft. Ekelhafte Kamera, das muss man sagen. So, die Frage ist jetzt, wo sind wir hier? Da kommst du nur mit Wandsprüngen hoch, das ist klar. Und da setze ich auch direkt ein Safe State. Ich meine, ich kann genau, ich kann so viele Safe States setzen, das ist vollkommen egal, weil ich hole sowieso nur einen Stern und da kann ich quasi so richtig viele setzen. Oh. Komm schon, geh da hoch. Mario. Okay, das muss ein einfacher Sprung sein. Deswegen. Kein Seitwärtssprung machen, meine Freunde. Kein Seitwärtssprung. Obwohl ihr das bestimmt auch machen könntet, aber. Komm schon. Mach doch einen scheiß Seitwärtssprung, Mann! Komm da, wieso bin ich zu beschränkt, um da jetzt hochzukommen? Warum? Wieso? Was ist der Grund? Danke. Nächster Safe State. Komisch. Ich dachte, es geht damit, aber es geht wohl nicht damit. Dann ist ja gut. Woo! Ich bin gut. So. Frage des Tages. Warum bin ich jetzt hier hingekommen? Warum? Was ist der Grund? Ist da Schornstein dafür irgendwas wichtig? Nein, ne? Auch sag mir nicht, ich bin hier völlig umsonst. Oder ist hier irgendwas Wichtiges? Oder ist hier nur diese scheiß rote Münze? Leck mich doch am Sack. Ist da irgendwas oben? Nee, ne? Das ist ja für die 100 Münzen relevant und für die 8 roten. Scheiße. Ja, kann ich doch nicht wissen, Mann. Ja, geil, was mache ich denn jetzt? Auf jeden Fall nicht den Safe Set laden. Nope. Och, das hat Zeit verschwendet, aber das war auch irgendwie normal und klar, weil kann ich ja nicht wissen.
Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir beim nächsten Mal die letzte rote Münze herbekommen und die Münzen. Vor allen Dingen die Münzen. Vor allen Dingen die Piranhas. So. Ich glaube, hier war doch der Weg bis zum Dingenskirchen, ne? War das nicht so, dass man da zum Stern kam? Ich hoffe es. Das Sewer System. Was heißt Sew, Alter? Heißt das nicht Segen oder so? Nee, das heißt Saw. Oder to Sew? Schneiden? Nee, ne? Oh, was heißt das Wort, Mann? Oh, ich und meine Englisch-Skills. Ist doch nicht normal. Ich sollte echt ein Safe-Set setzen, ohne Scheiß. Ist überhaupt ein Wunder, dass ich hier mit meinen Einfachsprüngen hochkomme. So, Safe-Set nochmal. Was weiß ich nicht, wie viel? Nicht gezählt. Hallo? Gut, ich sollte eventuell in die Mario-Perspektive gehen. Wäre eine Idee, wa? Okay, okay. Ganz locker. So, Safe-Set. Da müsste der Stern sein. Ja, das ist der Stern. Jo. Alles klar. Leute, damit würde ich sagen, mit 6 Sternen haben wir eine Menge geschafft. Und ich würde sagen, das war's vom Part. Ich verabschiede mich von euch. Und beim nächsten Mal holen wir hier den 100 Münzenstern und den roten Münzenstern. Also, wir sehen uns. Haut rein. Ciao.